Servus, meine lieben Freunde. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ich bin schon wieder eine Stunde draußen und habe noch gar nicht die Kamera dazu geholt. Der Junutz hat folgende Aufgabe gerade. Der muss hier gerade diese ganzen, wir haben hier jede Menge Kleinzeug in den Tüten noch so quer verteilt. Der muss jetzt die ganzen Tüten hier einmal aussortieren, also beziehungsweise ne, einmal sortieren, damit wir sehen, was wir von was noch da haben. Das muss alles nochmal so ein bisschen schöner gemacht werden. Da sind noch ein paar Tüten und ansonsten vorne im Schießwagen noch ein bisschen die Farbe wegmachen. Ich habe auch schon was, ein bisschen was gemacht. So, ich war jetzt hier. Erstmal hier die, damit wir später auf jeden Fall durchstarten können. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen aufgeschrieben, was wir aus dem Baumarkt brauchen. Das habe ich mir jetzt aufgeschrieben und ich habe schon mal hier die Seitenfront mir zur Brust genommen. Hier das alte Scharnier abgeflext. Das hing ja vorher hier dran. Abgeflext und jetzt hier noch ein bisschen sauber gemacht. Hier mache ich jetzt auch noch mal ein bisschen sauber und das kommt dann hier an die Seite. Dann muss ich hier, das muss ich auch noch wegflexen und dann mal sauber machen. Das muss noch gemacht werden, dass hier das Seitenteil wieder dran ist. Real Talk Chat. Wir haben so coole Ideen gestern gehabt. Ich und der Darky. Wir haben gestern gebrainstormt, was wir so, die beiden Schießwagen, in welche Richtung die gehen sollen. Für die anderen Schießbude haben wir ja schon so ein grobes Thema. Da sind noch ein paar Ideen eingefallen. Und hier war so die Frage, okay, was machen wir hiermit? Was für eine Thema soll dieser Wagen werden. Ich meine, nach und nach kommt ja jetzt immer was dazu, es wird immer was verschönert, erneuert, aber die Frage war dann halt so, okay, aber in welche Richtung gehen wir jetzt, ne? Weil irgendwann muss man dann schon wissen, wenn man zum Beispiel Sachen erneuert, in was für eine Richtung das geht. Wir haben das Thema, ich will jetzt nicht zu weit ins Detail gehen, weil auch vieles natürlich auch noch nicht sicher ist. Das war jetzt so dieses Schnapsidee-Grundkonzept, aber das hat uns beiden eigentlich schon relativ gut gefallen. Dieser Schießwagen wird so ein bisschen Big City-mäßig aufgebaut sein. Also die Thematisierung wird Big City sein. Ja, dunkles Thema, ne? Also hier ist ja alles so ein bisschen dunkler gehalten. Big City, das passt. Großstadt, Polizei, Kriminalität, bla bla bla. Dann passt das auch mit den Waffen, so passt so ins Thema. So ein paar andere Hirngespinste, die dann noch... Also Big City wird so das Thema sein. Nicht zu speziell, weil wir natürlich auch verschiedene Waffen haben und jetzt auch von der Thematisierung jetzt auch nicht zu krass Nische werden wollten. Mit dem Schießwagen zumindest nicht. Der andere wird mit seinem Saloon-Style natürlich viel krasser thematisiert. Das wollten wir jetzt mit dem aber nicht machen. Dementsprechend, das ist jetzt der Big City. Ja, der hat schon einen Namen. Also das ist der Arbeitstitel. Es kann natürlich sein, dass sich es nochmal ändert und so, aber das ist der Arbeitstitel. Das heißt, ich werde mir jetzt angewöhnen, wenn ich von diesem Schießwagen spreche, werde ich ihn Big City nennen. Und der andere Schießwagen ist Mrs. Betty Winchester. Ihr denkt euch jetzt so, hä, was labert der, what the fuck? Aber Darky und ich, wir haben so geile Ideen gehabt gestern. Das fand ich echt wichtig. Das hier ist jetzt Big City und der andere ist die dicke Betty. Also für mich ist es die dicke Betty. Aber, ne, also das auch, wie gesagt, Arbeitstitel. Kann sich natürlich noch was dran ändern und so weiter. Seid gespannt, es wird sich einiges tun. Und ich bin jetzt aber erstmal weg. Wir fahren jetzt erstmal nach Location noch gucken für Hochzeit. Da fahre ich jetzt mit Crush hin, weil wir gucken uns jetzt mal, ich weiß nicht, ob wir uns eins angucken oder zwei, drei Sachen, aber wir gucken uns auf jeden Fall Sachen an für Location, für Hochzeit. Und danach, wenn ich wieder da bin, dann fahre ich im Baumarkt, habe mir schon ein paar Sachen aufgeschrieben, wie gesagt, und dann holen wir uns ein paar Sachen. Ich muss dann auch mal mit Ricardo noch mal telefonieren, wie es bei ihm ausschaut, ob er heute die Ware bekommen hat und ob er das heute noch verschweißen kann. Die beiden, die planen, oder die drei planen, weil dann könnten wir entweder heute oder morgen vielleicht auch mit dem Plan noch anfangen. Dann werden wir ein bisschen was zu tun. Und den Stream wollte ich ja noch einrichten, ne? Deswegen steht ja hier mein Setup. Ich habe hier ja gestern nicht mehr gestreamt, also Gaming gestreamt, sondern ich habe jetzt hier ein bisschen aufgebaut, wollte so ein bisschen den Stream einrichten. Aber ich war dann tatsächlich 3 Stunden damit beschäftigt, mein Handy zu resetten, weil ich mache hier ein Handy rein, gerade auch für diese ganze Steuerung mit Philips Hue und vielleicht noch ein paar, ne, dass man hier im Schießwagen so ein Arbeitshandy hat sozusagen, wo auch so diese ganzen Konten connected sind, die man halt so braucht, wo man vielleicht mal mit arbeiten müsste. Dann kommt ja ein Tablet hier rein als Kassensystem. Also das läuft ja über den Browser quasi und da kommt ein Tablet rein. Das habe ich jetzt auch nochmal resettet und habe da auch nochmal die Konten alle eingestellt, dass das halt ja, läuft. Habe jetzt auch extra nochmal Konten angelegt für den Schießwagen, ne, weil ich habe mich bisher immer mit meinen Daten überall eingeloggt, wo natürlich auch sämtliche Verknüpfungen drin sind für allem oder verschiedenste Konten, sage ich jetzt mal. Und wenn ich jetzt mich hier einlogge und da dann hier der PC stand, die Leute hier drin standen, konnten die auch komplett meinen Verlauf beziehungsweise halt in meine Accounts rein. Das möchte ich natürlich langfristig nicht, ja. Bisher stehe ich halt größtenteils immer selber drin, aber das soll sich ja in Zukunft ja auch ändern. Das kann ich ja auch gar nicht mehr, weil je mehr Geschäft das wird, ich kann mir ja nicht 4 teilen, im wahrsten Sinne des Wortes, muss das ja ein bisschen, und dann muss das getrennt werden. Da habe ich noch Konten angelegt und bla 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 und
Wir haben uns ein bisschen neues Stream-Overlay noch rausgesucht, um dann nochmal so ein bisschen frische Farbe reinzukriegen. Was wir auf jeden Fall mal bräuchten, da geht jetzt auch auf jeden Fall nochmal eine Suchanfrage an die Community raus. Wir bräuchten einen Grafikdesigner. Ich bräuchte einen Grafikdesigner für alles Mögliche. Ne? Es gibt verschiedenste, einfach Grafikdesigner, so ein Kontakt. Schreibt mir Instagram, schreibt mir Discord, whatever. Ich bräuchte einen, mit dem man mal regelmäßig zusammenarbeiten kann, wenn man was braucht, der einem halt ein paar schöne Sachen designt. Also wenn ihr Grafikdesigner seid oder einen kennt, ja, und jetzt natürlich jetzt hier nicht der feinste Herr, der 10.000 Euro pro Bild will, so, ne? Also schon humane Preise, ne? Aber Grafikdesigner, schreibt mir. Weil da brauchen wir ein bisschen was. Immer mal wieder auch Stream-Overlay bauen. Ich hätte gerne ein Stream-Overlay, was passend zum Schießwagen passt und. So ein paar Individualisierungssachen, vielleicht auch hier für den Schießwagen. Ich wollte hier zum Beispiel, die habe ich ja irgendwann mal professorisch diese Dinger hier davor gemacht, mit diesen DIN A4-Halterungen. Hier wollte ich eigentlich mal so ein flaches Blech haben, wo dann da drauf so die Preise und sowas designt sind. Ja, so Sachen halt, ne? Also alles Mögliche, was man so Grafikdesigner bräuchte, einmal Kontakt, sagt Bescheid, meldet euch. So, meine lieben Freunde, wir waren jetzt gewesen bei der Location und wahrscheinlich wird es nicht. Wir nehmen das Erstbeste, was wir kriegen können. Was heißt hier Erstbeste? Darf ich noch mal meinen Spruch sagen? Obwohl er nicht stimmt. Ja. Ich habe gesagt vorhin, weil wir der Mutter erzählt haben, dass wir die Location da wahrscheinlich nehmen, weil die ganz gut passt. Die hat gesagt, manchmal ist das Erste, was man kriegt, auch manchmal auch das Beste. Sag ich so, ja, ich habe auch das Erstbeste genommen, was ich gekriegt habe. Also wir, ja, Location, weiß ich nicht, ob ich da irgendwas ab Vlog-technisch wahrscheinlich vielleicht nicht, I don't know. Insta-Story werdet ihr wahrscheinlich irgendwann mal was in die Richtung sehen, wie das da ausschaut. Ansonsten fahren wir jetzt zum T-Docs und holen uns da ein PVC. Dann müsste ich danach nochmal zum Baumarkt noch ein paar Sachen holen und dann gehen wir endlich am Schießwagen. Wir haben jetzt schon 2:30 schon wieder, war jetzt auch lange unterwegs und es wird jetzt Zeit, dass ich da mal wieder vorankomme. Ich habe jetzt dem Ricky habe ich angerufen, er ist aber nicht dran gegangen. Der ghostet mich jetzt weg, weil die Plan wahrscheinlich heute noch nicht gekommen ist. Um mal da zu fragen, was sie kostet und ob sie fertig ist halt heute. Spätestens bis morgen. Ja, wir müssen ja gucken. Ich habe ja vorhin schon erzählt, was wir da machen wollen müssen. Jetzt muss ich noch ein bisschen Werkzeug dafür holen. Der Junots macht gerade noch den alten PVC, der da unten drin ist, dieser rote Belag. Den macht er jetzt doch raus. Eigentlich wollte ich es einfach nur drüberlegen. Aber der geht doch relativ leicht raus. Und der Boden unten drunter ist auch ja relativ eben. Von daher machen wir den raus. Ne? Dann hat er auch jetzt was zu tun, weil ich glaube, der hat halt hinten sortiert und halt jetzt den Boden rausgemacht, ne? Oder ist dann jetzt dabei, den Boden rauszumachen. Dementsprechend muss der ja teilweise sowieso noch auf mich warten, bis ich jetzt mit Werkzeug da bin, bis wir dann durchstarten können. Also wir fahren jetzt zum T-Docs und dann gucken wir uns mal nach einem schönen PVC um. Ich habe meine Designerin, Modedesignerin mitgenommen, weil ich habe ja kein Auge für das Schöne. Offensichtlich ja schon. So, Freunde der Sonne, guck mal, das hier ist der neue Boden geworden. So eine Kacheloptik. Nicht ganz das, was wir gesehen haben, also das, was wir uns gerne geholt hätten. Problem ist aber, das andere wäre halt viel Verschnitt gewesen. Das wären dann halt 4 Meter oder 3 Meter Breite gewesen. Das heißt, man hätte übelst stückeln müssen oder beziehungsweise ein riesiges Teil am Stück holen müssen. Das wäre scheiße gewesen. Und das war nämlich 2 Meter breit. 1,50 hätten wir nur gebraucht. Und das war so eigentlich so das Einzige, was so farbtechnisch hier den Schießwagen halbwegs gematcht hat. Entweder war es zu extrem Fliesenoptik oder zu extrem Holzoptik. Deswegen haben wir jetzt hier das hier genommen. Aber, fällt mir schon mal, jetzt machen wir hier gerade noch die Seite rein. Ich habe mir gerade übelst das Knie angehauen. Guck mal hier, wie blau, das wird schon blau. Das gibt richtig fetten blauen Fleck. Und hier machen wir noch ein Stück rein, hier in die Klappe. Und was wir auch überlegt haben, das werden wir wahrscheinlich auch machen, ist hier oben auch einfach drüber kleben, streifen. Einfach provisorisch erstmal. Dann haben wir das aber auch. Das passt genau hier rein, das Stückchen hier. Mal gucken, dass wir hier genau schön das Ding hier matchen. Aber da kann man hier auch einfach nur so dann hier reingeklebt. Vielleicht die Scharniere noch sauber noch hier durchgeschnitten, dass das Scharnier halt wieder rausguckt. Ja, das macht optisch schon einiges her. Das ist jetzt, wie gesagt, ihr seht es ja hier, müsste man normalerweise noch eine Leiste drüber machen und alles. Aber das ist auch, wie gesagt, das soll eigentlich maximal eine Saison und dann soll das wieder raus. Aber so wie ich uns kenne, dauert das vielleicht dann doch noch 2 Saisons. Nur noch 2 werden 3, bis das dann am Ende wirklich dann raus ist. Gefällt mir trotzdem schon mal ganz gut. Kann man schon was mit anfangen. Genau, wir machen jetzt mal weiter. Und hier will ich auch noch was drüber machen. Irgendeine Leiste, irgendein Blech oder so, was dann, dass hier dieser ganze Dreck hier nicht so reinfällt. Muss ich auch noch was hinmachen. Aber es wird optisch. Haben wir hier einige, eigentlich auch nicht optisch, eigentlich auch. Das Dach ist ja auch optisch natürlich, also von oben, aber das ist ja schon Kernsanierung und von innen, aber optisch haben wir hier einiges geschafft. Bin sehr zufrieden mit. Was haben wir noch geholt? Hier die Bleche haben wir noch geholt, ne, die Folie hier vorne, die kommt noch drauf, auch in einem Anthrazit, dass es zum Wagen passt. Hier habe ich jetzt nochmal große Winkel geholt, die kommen hier oben hin, ja, also hier
Idea, die sind um einiges größer. Die kommen hier hin. Guck mal, kann ich einfach gerade hier so drüber schrauben. Nee, muss ein bisschen höher. Genau, das kommt da hoch. Und was haben wir noch geholt? Ja, ich habe halt die Leisten geholt für die Plane. Da vorne liegen sie. Hier die Leisten, womit ich das dann festmachen werde. Ein paar Bohrer und sowas habe ich noch. Ja, so Zeug halt. So, Boden ist jetzt soweit drin. Der ist jetzt fertig. Ich habe jetzt noch hier so Leisten hingemacht. Dass wenn man hier das hier die begehbare Ecke hier, weiß gar nicht, ne? Das ist ja für die Achse vorne, damit die sich drehen kann. Dass man aber im aufgebauten Zustand noch hier noch ein bisschen weiter laufen kann. Das wird ja immer rumgeklappt für den Transport. Und da haben wir hier noch eine Leiste drauf gemacht. Hält natürlich auch zeitgleich das Vinyl mit fest. Ansonsten haben wir hier den Lappen habe ich hier einfach drunter geschoben. Dann haben wir hier mehr oder weniger eine saubere Kante. Man könnte da noch eine Leiste drauf machen. Würde ich aber erstmal vielleicht nicht machen. Vielleicht, wenn das so klappt und hier nicht so störend ist, würde ich es vielleicht so lassen. Ansonsten mache ich irgendwann vielleicht nochmal, wenn es zu sehr stört, hier noch eine Leiste drüber. Ansonsten wollte ich ein bisschen locker lassen, damit man hier genug Bewegung, Spiel drin hat. Aber da der Dreck nicht reinfällt. Das passt schon. Ich kann es jetzt gerade nicht hochklappen, weil ich hier das hier festgeklebt habe. Die Seite hier, weil dadurch, dass die ja auch immer hoch, steht dann ja quasi senkrecht da, damit das nicht abfällt. Ansonsten den Rest habe ich jetzt nicht geklebt. Da muss ich noch mal gucken. Ich denke mal nicht, dass wir hier kleben müssen, das Vinyl, weil liegt eigentlich voll gut, kann man eigentlich nichts sagen. Der Yunus ist wie gesagt hier gerade dabei, hier diese Platten nochmal das Vinyl nochmal zuzuschneiden, damit doch diese große Fläche weg ist. Sieht ja auch schon ganz gut aus. Das Einzige, was wir jetzt dann nochmal gucken müssen, ist hier, weil das Scharnier ist ja hier in der Mitte und nicht hier hinten. Das heißt, wir müssen hier nochmal gucken, wie das hier klappt. Aber ich glaube, das muss hier aufgeschnitten werden. Ja, das muss dann noch aufgeschnitten werden. Aber ich klebe das hier erstmal hier fest auf beiden Seiten und dann kann man hier die Mitte leicht rausschneiden. Muss mal gucken, wie wir es machen. Oder wenn es fest... das machen wir so. Das muss dann festgeklebt werden und dann müssen wir hier die Scharniere nochmal durchcutten. Schauen wir mal. Da brauche ich aber noch Kleber, weil der ist leer. Da habe ich jetzt den Rest, habe ich jetzt hier für die Fläche mehr oder weniger verballert. Ja, wohl ein bisschen könnte noch was drin sein. Ein bisschen kriegen wir was raus, aber es reicht auf jeden Fall nicht mehr, um alles zu kleben. Das heißt, Boden ist fertig. Hier die Ecke ist fertig. Ducky ist noch dabei. Oh, das gefällt mir nicht. Was ist das? Ist das Rabatt? Ja. Okay. Also das ist so dieses Rot ist runtergesetzt. Ja, das ist okay, dann ein zweiter Stern mit Schwarzpreis. Okay, das passt. Ich dachte, du machst jetzt generell Rot. Nein. Nee, generell Rot hätte ich scheiße gefunden. Nee, aber das passt. Also das so, dass man erkennt so, hey, guck mal, alles was rot markiert ist, ist aktuell runtergesetzt. Genau. Dann gefällt es mir doch wieder. Ja. Habe ich doch mit grün. Und hast du auch grün irgendwas vor oder ist das einfach nur Zufall, dass der jetzt hier grün ist? Das ist ein alter. Dann hier haben wir haben noch einen neuen Mitarbeiter. Der macht hier gerade das Regal fest. Super. Hält das eigentlich schon? Also. Ja, das ist schon besser jetzt als die kleinen. Ne? Aber das sieht gut aus. Das, was ich jetzt noch holen muss, was ich vergessen habe, das muss ich mir direkt aufschreiben, dass ich mir das vielleicht morgen noch hole, ist für hier noch irgendwas, ein Scharnier, damit wir hier das hier zumachen können, damit das hier zu bleibt. Das müsste ich noch holen. Und was wollte ich noch holen? Eben habe ich es gerade noch im Kopf gehabt. Hier ein Scharnier. Für den Computer oben brauche ich noch Winkel. Ne, damit man den PC dann mit Winkeln hier so hier ransetzen kann. Ich habe, glaube ich, draußen welche liegen. Vielleicht können wir die sogar nutzen. Warte mal. Von dem alten Teil hier. Hier zum Beispiel. Das ist ja noch von dem alten. Da könnte man auf jeden Fall schon mal das so hier hinsetzen. Ne? Also die Seite ist ja ganz an der Wand dran. Ne? Ich zeige es jetzt einfach mal so rum, ist ja egal. Die Seite ist an der Wand dran. Genau, umgekehrt aber. Ne? Dann machen wir von hier so einen Winkel hin. Machen von hier einen hin. So. Ne? Der wird dann festgeschraubt in das Brett. Und hier vorne noch einer hin. Ne? Nach hinten kann er ja nicht, wegen der Wand. Nach vorne, links, rechts kann er nicht. Das Einzige, was man noch machen müsste, wäre irgendwie oben noch für die Decke, also nach oben raus, noch irgendwas hinmachen, damit er halt nicht rauskippeln kann. So kann er zumindest schon mal nicht verrutschen. Ne? Also so werde ich den einmal festmachen, oben auf dem Regal dann. Dann kann der nämlich so stehen bleiben. Yes, yes, volle Mannschaft. 4 Mann, die gerade Schießwagen umbauen. Und da draußen, die Drahtstand machen wieder gar nichts, ne? Man kennt's. Ich guck mal auf meinen Zettel, was ich als nächstes mache. Guck mal hier, auf jetzt, schieß mal, zeig mal, was du kannst. Oh ja. Wir sind hier gerade am Probeschießen hier auf die Kotzwand. Ja, zum Beispiel gerade. Oh, der war vorbei. Der war aber sowas. Der war vorbei. Da ist auch verschwommen. Ja, ich bin gerade hier am Buchsen festmachen. Habe jetzt hier schon angefangen. Ja. 1, 2, jetzt bin ich bei der dritten. Ja, es dauert halt einen Moment, bis das alles fest ist. Hier, diese Dinger sind alle ausgeschnitten. Die muss ich noch dran kleben. Da muss ich noch Montagekleber holen. Es geht voran. Wir gucken auch gleich mal, wenn ich hier die Buchsen fest habe und das alles angeschlossen habe, dann schauen wir nochmal. Machen wir hier diese Lichtleiste aus und machen hier nochmal die Partylichter an. Weil ich habe jetzt außen die angeschlossen, dass man es dann quasi unter realen Bedingungen noch mal sieht, wie das ausschaut. Ich mache jetzt aber bei der Strombuchsen dran. So, warte, ich muss Musik ausmachen. Ich würde es euch gerne mit dem Vibe der Musik noch zeigen, aber das geht nicht. Ihr seht schon,
Das Ding ist in trockenen Tüchern. Ich finde aber auch hier, das mit diesen Punkten ist jetzt viel krasser, jetzt wo die da sind. Ja. Also das sieht schon cool aus. Das gefällt mir auf jeden Fall besser. Dann hinten die Ware, ne? Da ist immer so ein kleiner Spotlight von oben. Der ist jetzt so grünlich eingestellt. Ne, der wechselt, glaube ich, sogar die Farben durch, oder? Oder ist er jetzt auf hellblau, so türkis? Das hier so die Ware noch ein bisschen, kann man auch heller machen. Und das ist jetzt nur einmal so eingestellt. Das heißt, wenn wir hier auf Disco-Modus umschalten, dass man trotzdem natürlich immer schön noch die Ware noch sieht. Ihr seht ja, die Blumen leuchten ein bisschen, gerade die so die fluoreszierende. Guck mal, ich hab's richtig gesagt. Ich bin kein dummer Schausteller. Ich bin nicht dumm. Sieht man schön leuchten, indirekte Beleuchtung. Das kommt noch. Das wird noch alles noch geiler, noch schöner. Der Boden, ich bin sehr begeistert vom Boden. Das gefällt mir sehr. Der rundet so diesen Blick jetzt nochmal, diesen sauberen Blick nochmal ab. Dieses Rot, dieses kontrastreiche, abgenutzte Rot, was ich hier mal so, ne? Wie gesagt, wir haben den jetzt nicht so perfekt reingemacht. Man sieht so leicht die Ränder da unten, ne? Also jetzt wirklich nicht so krass. Aber so ein bisschen sieht man es raus. Aber das ist, wie gesagt, man könnte jetzt noch einen Leisten dahin knallen und so. Dafür, dass man jetzt einfach nur für 54€ hier einfach ihr das Vinyl geholt hat, um es hier reinzuklatschen, damit das einfach so ausschaut. Ich finde, das ist schon gut geworden. Das wird aber noch mal ein bisschen aufgewertet. Wand und sowas, da werden die Wand soll noch umgebaut werden. Die Frage ist, was ist denn der nächste Step? Ist der nächste Step die Rückwand oder ist der nächste Step die Front? Erstmal die Rückwand. Also wir machen quasi erstmal noch die Rückwand als nächstes. Und wenn die Rückwand gemacht ist, gehen wir hier aus. Dann geht's an die Front. Die wird dann als nächstes gemacht. Dass man dann hier halt, ne, dieses Schießmanege. Ja, okay, man sieht es jetzt nicht, weil die Front ein bisschen abgeschottet ist. Ne, Schießmanege mit diesen Clown-Dingern da. Big City, meine lieben Freunde, das wird das Thema. Aber jetzt als erstes, wir haben jetzt drin schon vieles gemacht. Als nächstes kommt noch die Rückwand. Das kommt noch. Mit der Rückwand würde ich fast auch sagen, machen wir auch die Regale gleich nochmal. Also komplett einmal innen nochmal die Rückwand und die Ware nochmal anders da präsentieren. Und wenn dann die Rückwand noch umgebaut ist und dann kommt nochmal außen, also die Front, die Bemalung hier, so, ne, also hier unten, Seitenteile oben und dann wäre er im Prinzip fertig. Ja, also hier so das hier vorne, das gehört auch zur Front. Das wird dann auch nochmal in einem Dunkel wahrscheinlich, würde ich so wahrscheinlich streichen. Oder da muss ich nochmal gucken, wie wir das machen. Ob das hier dann vielleicht nicht zu dunkel wird oder ob man da so Infinity-Felder-Spiegel reinmacht. Das könnte auch cool aussehen. Nein? Da ist er nicht für. Ja, aber man kann sich ja noch was überlegen. Ist ja noch Zeit bis dahin. Jetzt muss erstmal mit dem, was wir jetzt hier gemacht haben, muss jetzt erstmal auch dein Geld verdient werden. Morgen haben wir noch ein bisschen was zu tun. Die Plane haben wir immer noch nicht dran gemacht. Hier vorne, das haben wir noch nicht dran gemacht. Die Front ist auch noch nicht auf dem Dach. Das muss auch noch morgen gemacht werden. Ja, wir haben jetzt 20 vor 11. Ich würde sagen, das reicht auch mal wieder für heute. Mal jetzt hier noch ein paar Sachen wegräumen. Obwohl gar nicht mal so viel, weil wir machen ja morgen früh direkt weiter. Meine lieben Freunde, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr noch kein Abonnent auf diesem Kanal seid, dann jetzt draufklicken, Glocke aktivieren, dass ihr kein Video verpasst. Wenn euch das Video gefallen hat, liken und lasst auf jeden Fall gerne mal einen Kommentar da, um den Algorithmus zu pushen. Das würde natürlich auch nochmal helfen, um auch nochmal, ne, dass auch nochmal neue Leute dazukommen, damit der Kanal noch ein bisschen wächst. Dementsprechend können wir dann auch unseren Content noch ein bisschen vorantreiben. Und für 99 Cent im Monat könnt ihr Mitglied auf meinem Kanal werden. Das könnt ihr auch sehr gerne machen. 99 Cent im Monat ist nicht viel, könnt ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Und da wir ja sehr Nischenkanal sind und auch nicht sehr groß sind, macht Kleinvieh auch Mist. Und ich hoffe, dass natürlich so viele Leute von euch wie möglich da mitmachen und Mitglied auf dem Kanal werden. Und es gibt sogar noch eine größere Mitgliedschaft für 4,99. Dann könnt ihr die ganzen Vlogs schon früher gucken. Wir haben ja den Release-Zyklus Mittwoch und Samstag immer 11 Uhr kommt ein neuer Vlog. Und manchmal sind wir auch sehr weit schon im Vorlauf. Ne, jetzt habe ich viel umgebaut. Dadurch haben wir viele Videos produziert und dadurch haben wir natürlich ein bisschen Vorlauf, was die Vlogs angeht. Und die ganzen Pay-to-Win-Mitglieder für 4,99 können dann die Videos schon früher schauen wie die anderen. Und nochmal zum Abschluss noch einmal Werbung für Holy, meine Freunde. Wenn ihr Bock habt auf einen geilen Energy, die haben auch Hydration und Eistee-Sorten mit drin. Dann schaut gerne mal auf Holy vorbei für die Arbeit, wenn es wieder lange geht und dann jetzt auch für die Kerb wieder losgeht und am Wochenende auch nochmal lange geht. Dann ist Holy auf jeden Fall my way to go. Und mit dem Gutscheincode OLAFBIBLIX könnt ihr auf jede Bestellung 10% sparen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung oder einfach googeln. Und wie gesagt, meinen Code nicht vergessen. Dann gibt es 10% auf jede Bestellung obendrauf. Meine lieben Freunde, wir sehen uns im nächsten Vlog. Peace out, Kuss geht raus und ciao.